So, herzlich willkommen zurück zu den grauenhaftesten Folgen meiner gesamten Karriere. Puh, boy. Die Technik-Mod, die ist echt anspruchsvoll. Also, da bist du die ganze Zeit nur am irgendwelche Materialien kombinieren, irgendwas schleifen, das dann wieder veredeln, das dann wieder legieren, dann das Legierte wieder schleifen, dass du legierte Schleife hast, die du dann legieren kannst. Und so weiter und so fort. Alter Schwede. Tja, wir müssen auf jeden Fall auch noch bald mal wieder in die Höhle gehen, weil, ja. Wir werden wahrscheinlich noch einige Rohstoffe brauchen. Wie zum Beispiel halt, weiß gerade gar nicht. Keine Ahnung. So, Gummi haben wir, das haben wir, die Kabel haben wir, Gehäuse haben wir auch noch, glaube ich, ein paar rumliegen. Müssen wir es also eigentlich alles... Ah ne, das Zeug müssen wir ja noch machen. Doch, haben wir noch gar nicht gemacht, das haben wir nur vorbereitet bisher. Kohlestaub. Dann machen wir das doch einfach mal. So, wie geht das? 2 zu 4, ne? Das klingt ja... ganz schön teuer. Aber dafür bekommen wir dann noch gleich 6 Stück raus. Das geht. Das kann man machen. Oh, dann wird aber unser Inventar ganz schön voll. Wobei, nee, stimmt gar nicht. Müsste eigentlich reinpassen. Weil wir haben 53 mal dieses Gummi und das, ne, also es dürfte nicht mal ein Stack rauskommen. Mal gucken. Ja, das passt locker. Oh, wir sind aber trotzdem voll. Ja. Gut, ich würde mal sagen, Tisch schmeißen wir einfach weg. Ich brauche keiner. So, jetzt haben wir... Alter Schwede. Oh, kann man kombinieren. Jetzt muss ich auch mal gucken. Also, das kommt in die Mitte... Ach, okay, ich mache es mir einfacher. So, so, so. Und dann, wie viele nehmen wir? Ach, komm wieder. Ich mache erstmal nur 10. Das ist aber viel zu wenig. Wir brauchen weit mehr als 30. Ah, gut. Das heißt, der Transformator kommt auf jeden Fall auf die Seite hier, damit das gesamte Kabel, was hier rüber geht, komplett das normale Kabel sein kann. Was nicht so teuer ist. Könnte man es eigentlich sogar schon direkt verlegen? Warum eigentlich nicht? Muss man halt nur gucken, wie wir es verlegen. Ich bin fast ein Freund davon, einfach die Luftlinie zu machen. Das heißt, du kommst weg. Dann kommt das Kabel da so lang. Denn ich habe voll Gesang. Sang der Meister. So. Geht das? Es geht. Dann schicken wir das Kabel einfach hier drunter durch. Und dann kommt es hinten irgendwo wieder raus. Ist das genial oder was? Ja, ist doch perfekt. Das ist ja doch perfekt. Das müsste dann hier irgendwo rauskommen. So, Dankeschön. Wir sind echt ganz schön voll, hier kann das sein. Backpacks. So, ist das Kabel jetzt durchgelegt oder fehlt da noch was? Ronny, wieso schickst du einfach den Stein ab? Weil es ein bisschen nach Kunst aussehen soll. Weißt du, einfach Steine kaputt kloppen kann jeder. Ja, es ist durchgehend. Es ist perfekt durchgehend. Sehr schön, cool. Dann haben wir ein durchgehendes Kabel, was durchgeht. Das ist sehr durchgehend. Sehr durchdacht. und dann kommt hier raus und die geht dann hier in den Transformator. Alter, ist das blöd. Weil in den Transformator musst du nämlich von oben reinkommen. Macht keinen Sinn, macht überhaupt keinen Sinn. Manchmal denke ich mir, bei so manchen Sachen, ne, diese Technik-Mod, die möchte einen absichtlich ärgern. Auch so Sachen, die so teilweise so nach Sinn gehen. Ne? Ich hatte schon gesagt, nämlich den Transformator.
dass der zum Beispiel die ganze Zeit dauerhaft einen festen Strom zieht. Ich meine, klar, es war relativ von der Programmierung natürlich einfacher. Wahrscheinlich haben die es deswegen gemacht. Aber halt realitätsgesehen unlogisch. Und vor allen Dingen, dass halt der Transformator von oben den Strom bekommt und nach unten rausgibt. Das ist in der Technik... Nein. Normalerweise in der Elektrotechnik, in der Elektroinstallation, kommst du immer von unten und gehst nach oben. Das heißt, wenn du Schaltschränke hast oder Verteilerkästen für Informatik oder ähnliches, hast du unten deine Quelle, verteilst das in deinem Verteiler und gehst dann nach oben wieder raus. So ist die Logik. Das heißt, Leute wie ich, die sind halt erstmal komplett verwirrt, weil die versuchen natürlich von unten reinzugehen in den Transformator hier oder von oben rauszukommen und der steht aber falsch verkabelt. Ja. Deren Hirn ist falsch verkabelt. Jetzt mal Klartext hier, ne? So. Jetzt habe ich mir wieder genug Feinde gemacht. Papier kann man auch komplett weg hier. So. Genau. Das Kabel kommt jetzt erstmal hier raus. Da kann es erstmal bleiben. Stört da keinen. Und wir gucken jetzt mal. Für den Transformator haben wir jetzt alles oder nicht? Also das Gehäuse fehlt auf jeden Fall noch. Genau. Das Gehäuse und dann müssten wir eigentlich alles haben, oder? Also wir haben noch zwei Gehäuse. Okay. Ja, also andere haben wir. Was? Oh. Ach, hier war schon wieder irgendwas drin bereits. Geht doch. So. Tada! So. Diesen Transformator. Das Gerät der Geräte. Gerät in Schwierigkeiten. Ja. So. Der Transformator. Der kommt am besten erstmal hier. Oder hier. Ich würde am liebsten doch den hier hinsetzen. Beziehungsweise auf die andere Seite. Und dann macht es thematisch ein bisschen mehr Sinn. Dann mache ich noch ein bisschen Erde weg. Ja, klar. Ja, klar. Alter. Also. Einfach alles außer das, was ich möchte. So, ich mache gleich alles weg. Damit es hier drinnen schön aussieht. Ach, siehst du, ich wollte hier noch ein paar Fackeln verlegen. Einfach einmal so, dann machen wir hier noch eine hin, dann machen wir hier noch eine hin, und dann machen wir hier noch eine hin, und hier noch eine hin, oder noch eine hin. Das sieht gut aus. Ist doch geil. Yay. Interessiert zwar keinen, aber egal. So. Jetzt mal gucken. Achso, der ganze Scheiß kann wieder raus. So. Genau, Transformator. Der kommt nach. Da, warum? Ganz einfach, dann kann nämlich hier nach hier unten, wie gesagt, der Ausgang ist hier unten, ist halt so, kann hier nach unten und kann dann direkt nach links zu den ganzen Geräten hier weg. Das heißt, die ganzen Geräte hängen direkt an einem Kabel dran. Ne? Ich hoffe mal, dass so verbrauchen wir am wenigsten von diesem schwarzen Kabel, weil das schwarze Kabel halt leider sehr teuer ist. Und das weiße Kabel, das ist schon preiswert, das heißt, das können wir einfach in Ruhe hier irgendwie wo langlegen, wo es niemanden interessiert. Ne, komm, das machen wir trotzdem mal ein bisschen ordentlicher hier. Meine Axt. Ich hab viel eigentlich. Ach, ich mag. Man kann jetzt zum Glück drüber laufen. Ist ja kein Problem hier, man kann ja hier komplett drüber laufen. Also kann man sowieso über normale Lücken, hier kann man ja auch drüber laufen, ist ja kein Problem. Und jetzt, wenn man hier reinfällt, kann man trotzdem einfach weiterlaufen, weil das Kabel selber ja auch eine Kollisionsbox beinhaltet. So, das Kabel geht hinten lang. Ja, perfekt. Und geht damit dann zu unserem wunderschönen Transformator. Stromwand, das falsch verkabelt. Genau, weil nämlich unten noch der Ausgang fehlt. So, und jetzt habe ich unten den schwarzen Ausgang und jetzt sagt er hier, aha, Low Volt auf Mittel Volt. Und das ist quasi genau das, was ich meine.
ne, du brauchst halt wirklich oben den Eingang und unten den Ausgang, weil das nämlich auch sagt, weil er muss ja wissen, wie er den Strom wandelt. Deswegen braucht er irgendwo halt einen Eingang und das Kabeltyp, was unten halt reinkommt, ist halt für ihn auch ein Typ. Ich weiß auch nicht, ob man direkt von Low Volt direkt auf High Volt oder andersrum transformieren kann. Habe ich noch nicht probiert. Was wir mal machen können, ist gucken, ob von Low Volt auf Low Volt geht. Das geht tatsächlich. Ah, wie süß. Ja. So viel dazu. So, genau, jetzt haben wir hier den Ausgang. Und wichtig ist, das Gerät trennt auch die Netze. Ja, also es ist kein Router. Nein, also die Stromnetze. Das heißt, wir haben pro Stromnetz brauchen wir diese Schaltanlage hier. Ne? Und diese Schaltanlage gilt aber nur. Oh. Ach, weil der jetzt immer gleich mit einmal versucht, die volle Leistung zu ziehen und aber die Akkus komplett leer saugt. Ja gut, ich schalte dich erstmal aus. So. Ja, auch witzig, ne? Stromwandler ist ausgeschaltet. Stromwandler enabled. Vor allem hier ein Wort Deutsch, eines anderen Wort. Ja, okay, ist aber so. Was wollte ich sagen? Genau. Genau. Diese Schaltanlage gilt ja für ein Stromnetz, ein komplettes Stromnetz. Der hier trennt aber die Stromnetze. Das heißt, diese Schaltanlage gilt nur für das weiße Kabel. Für die MV-Anlage brauchen wir also auch wieder eine Schaltanlage. Das ist also direkt unsere nächste Aufgabe. Wie hieß das Ding? Nein. Switch Station. Okay, da brauchen wir auch noch mal Niederspannungstransformator. Sorry, aber Schaltnetzteile haben wir noch nicht. Es ist zu teuer. Na gut, ich bin ganz froh. Sonst gibt es garantiert auch noch solche Rezepte wie du musst erstmal Transistor bauen, dann musst du, weiß nicht, eine Z-Diode bauen, dann musst du noch eine galvanische Trennung, also eine Diode und ne und sowas alles bauen, die ganze Kackgedöns und sowas alles und ist so schon kompliziert genug. Ist definitiv kompliziert genug. So, was wir tun machen? Was jetzt? Genau, Spule. Für Spule brauchen wir Kupfer. Haben wir? Spulen haben wir. Und wir brauchen viermal Eisen. Nein, das laber ich. Doch, brauchen wir. Genau, wir brauchen viel mehr Eisen. 1, 2, 3, 4. So. Ja, das war voll intelligent. Achso, ich muss ja für dich die Spulen machen. So, alles. Genau, Dankeschön. So, 1, 2. Und so. So, daraus war es. Ach, okay, anders mal hier. Ach so, wir brauchen wieder zwei Spulen. Das ist ja hässlich. Nee. So, mal wie rum jetzt nochmal, links oder rechts rum? Okay, Kupfer an den Ecken. Zwei Stück. Wie sind wir jetzt 80? Habt ihr nicht nur 79 gehabt? Ach ja, alles gut, alles gut, alles gut. Wir haben ja zwischenzeitlich diese Goldrolle verwendet. Alles gut, alles gut. Ja, wir hätten davon niemals so viel machen brauchen, ganz ehrlich. 80 Stück. Aber gut, es ist halt ein Stack so oder so, von daher ist das egal. Ja. So, jetzt haben wir die Kupferspule und dann brauchen wir hier wieder Stahl und dieses komische blaue Zeug. Hä? Ach so.
Hat mich gerade schon gewundert. So. Perfekt. So, dann Kupfer. Haben wir alles. Sehr schön. So, dann müssen wir also als nächstes. Erstmal wieder Gehäuse herstellen. So, das Ding würde ich dann am liebsten gerne wieder hier unten so hinpacken. Allerdings lieber auf die andere Seite, ne, dass es so gespiegelt ist wie da vorne. Macht zwar keinen Sinn, finde ich aber schön. Problem ist halt, dass das Kabel dann erstmal nach unten rufen muss. Ja, wir werden halt so scheiß viel Kabel brauchen. Ich hoffe mal, die 28 reichen, so ungefähr. So, dann würde ich mal sagen, wir gehen hier direkt. So. Achso, ich muss sowieso hier. In der Breite bauen. Denn wir müssen nämlich hier irgendwie runter. Das mache ich am besten. Genau, hier so. Und ja, man kann diese Kabel direkt kreuzen, weil sich Kabel von verschiedenen Arten nicht miteinander vermischen. Finde ich ganz cool. Ja. So, jetzt haben wir hier die schönen für die Akkus. Und dann haben wir hier oben nochmal die Kabel für die oberen Geräte. Oh Gott, die Kabel könnten sogar reichen. Ne, reichen nicht. Doch, reichen. Willst du mich jetzt verarschen? Okay, die Kabel reichen sogar. Yay! Woo! Okay, das heißt, wir können alle Geräte bedienen. Sehr schön. Das gefreut mir. Ne, haben wir hier hinten ja genauso. Die oberste Reihe wird von hinten bedient, die untere Reihe wird von unten bedient. Und ne, ich denke, geht ganz unten nochmal Kabel durch für die ganzen Akkus und so ein Scheiß. Das klappt ja wunderbar. Hier haben wir es natürlich nur ein bisschen cleaner gemacht, einfach für den Kabel sparen. Und es hat auch genau gereicht. Holy shit. Das Problem ist, wir werden garantiert auch noch ein bisschen schwarze Kabel für die Rezepte brauchen, denke ich mal. Gucken wir einfach mal rein. Zentrifuge. War klar. Ofen. War klar. Also wir brauchen auf jeden Fall noch schwarzes Kabel. Leck mich am Arsch. Ich hasse dich. Gut, das heißt, wir müssen mal schwarze Kabel machen. Ja, das hat perfekt funktioniert. Das hat wunderbar funktioniert. Warum geht das nicht? Dann halt manuell. Drei Kabel bekommen wir daraus gerade mal. Voll viel. Ja gut, ich meine, drei Geräte reicht noch erstmal. Ich meine, ich will am Anfang sowieso erstmal nur einen Ofen. Kompressor, Ofen und einen Extraktor vielleicht. Warum ist das so teuer? Wir brauchen auch noch Batterien, fällt mir gerade mal ein. Da brauchen wir auch Kabel für. Oh Gott, wir müssen noch viel mehr machen. Okay, wir brauchen mehr Gummi. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Gummi. Das kannst du vergessen. Das wird so gar nichts. Das wird so absolut niente was. Katastrophe. Einfach nur Katastrophe. Nein, doch. Sieht doch viel stylisch aus. Können wir so lassen. So, genau, jetzt haben wir hier so unsere Power Supply. Und der sagt er hier auch, ne, jetzt sagt er nicht mehr mit kein Netzwerk vorhanden. Okay, ja. Technics-Mod. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also der ist jetzt funktionsbereit, weil auf beiden Seiten ist jetzt ein Netz verfügbar. Das heißt, die Anlage funktioniert. Auch wenn der was anderes sagt, was er sagt, ist egal. Glaubt mir. Der erzählt, man sieht ja auch, der wechselt die ganze Zeit dazwischen. Der labert Müll zusammen. Das ist, ja, genial. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Eigentlich müsste er jetzt, wenn ich jetzt die Anlage... Mann, wir brauchen übrigens noch eine Tür. Wenn ich jetzt die Anlage einschalte, dann guckt man hinten auf die Batterien.
Oh doch, das geht. Ich dachte sogar schon, die geht mit einmal, ja. 16, 13. Alter, ey. Ui, wie das leer gelockt wird hier. Heftig. Aber kein Problem. Wir schalten ihn einfach mal hoch auf, runter auf 700. Das wollten wir ja. So, und jetzt haben wir am Eingang kein Netzwerk. Also, erstmal ausschalten. Da hinten ist ja unsere Geräte aktiv. Die sollten noch aktiv bleiben. Ne, auf jeden Fall hat er jetzt halt 700 Input Power. Das heißt, ich weiß gar nicht mehr, Verlust war glaube ich 10%. Das heißt, wir haben am Ausgang noch 630 EU übrig. Und das reicht halt locker aus, um damit MV-Batterien aufzuladen. Das reicht zwar nicht mehr aus, um MV-Geräte zu versorgen, aber dafür haben wir dann halt die Batterien. Das heißt, wie gesagt, die Batterien laden halt immer auf, die MV-Batterien. Und wenn wir dann halt Geräte brauchen, werden die halt genauso wie jetzt da drüben die Geräte halt über die Akkus betrieben. Ist halt so, anders geht's halt nicht. Das sollte aber auf Dauer auch funktionieren. So, das Traurige ist. Och nee, ne? Ist das gerade ein Scherz, oder? Was? Wir brauchen für eine Batterie 5 Batterien und sogar noch zusätzlich einfach on top oben drauf einen Transformator. Erstens, welche Batterie hat einen eingebauten Transformator? Und zweitens, ich will nicht mehr leben. Gibt's auch HV-Batterien? Nee, ne? Doch, HV-Batterien gibt's auch. Und dann natürlich noch mal das gleiche, ne? Erhalt also für eine HV-Batterie braucht man einfach mal 25 normale Batterien. Ja. Das heißt, für eine einzige Batterie brauchen wir bereits 5 Gehäuse. Das andere ist preiswert, das andere kriegen wir locker zusammen. Ja. Also, ja, es ist vertretbar. Aber vor allen Dingen halt die Gehäuse. Wir brauchen scheiß viel Gehäuse. Scheiß viele Gehäuse. So richtig kacke viele Gehäuse. Warum brauchst du nur 100? Ist ja noch an. Oh, ja, bitte ausschalten. Hä? Wieder hat er jetzt die Zahl zurückgesetzt? Egal, einfach nicht weiter beachten. So, jetzt geht doch. Sehr schön. Okay. Ja, was auch immer. Die Sache ist jetzt. Genau. Ja, dann gehen wir nächste Folge erstmal wieder in die Höhle tatsächlich. Wir brauchen ja definitiv mehr Brase. Ne, dieses komische Zeug hier. Da brauchen wir definitiv mehr von. Das. Ja, auf jeden Fall. Wird heftig. Ich weiß nicht, ob wir Brase auch so herstellen können. Können wir mal kurz ganz kurz gucken. Vielleicht ist das ja so Misch. Brat. Ah, schau mal einer an. Zinkbarren und Kupfer. Na, geht doch. Ach so, das kriegen wir nur daraus. Das habe ich gar nicht gesammelt. Ich dachte, das haben wir gesammelt. Warum sagt das denn keiner? Kupfer und Zink. Na, Zink haben wir. Haben wir zwar, aber nicht so überwältigend viel. Das heißt, ich werde davon zwar ein bisschen was opfern, aber jetzt nicht so viel. So, Zink brauchen wir und. Na gut, Kupfer haben wir massig, das ist kein Problem. Okay, dann schmelzen wir ganz kurz den Zink ein. Beziehungsweise, verleg den ganzen Scheiß mal lieber auf nächste Folge. Ja, komm. Sonst wird die Folge auch viel zu lang, ist ja hier. Ich meine, wir sind jetzt gerade gut im Zeitplan. Dürfte knapp eine Stunde, eine halbe Stunde sein. Und daher, hey, wieso? Hey, wieso?
Okay, ganz schön klein die Folge. Also von der Größe her. Mal gucken. Bis dann.